Jo, servus Leute, der Obi ist mal wieder on the road. Der verrückte Obi, der hat heute wieder seine verrückten Klamotten angezogen. Das bedeutet, der macht was ganz Spezielles. Der tut jetzt mal bei Bike & Soul sein Geburtstagsgeschenk einlösen. Besten Dank an alle, die wo sie daran beteiligt haben. Wird sicherlich heute lustig. Und dann, wenn dieses Video online geht, dann ist in Obi nichts passiert. So viel mal dazu. Und dann noch obligatorisch, wo ist die Sonne? Da ist die Sonne. Oh, leck mir Bosch. Jo, also jetzt ist jetzt mal in der Kohlmeißbahn, jetzt fahren wir mal auf, dann machen wir oben den ersten Wurzeltrail. So wie am Montag habe ich wieder mal einen Privatguide. Da ist heute dabei der Matthias. Servus. Von der Bikeschule Bike & Soul, vor dem Laden da in Hinterklemm. Ja, aber dann eine ganz ruhige Geschichte, denke ich, da brauchen wir uns nicht stressen. Ein paar so wilde Guys haben wir da nicht dann dabei. Da wird sicherlich eine entspannte Geschichte. So, also jetzt ist er oben ausgestiegen, Kohlmeißbahn. Und jetzt fahren wir, glaube ich, ein Stückler Panoramatrail runter, verlassen den dann und dann irgendwo da drüben Richtung Wurzeltrail. Naja, das zieht ganz schön zu, da dürfen wir uns, glaube ich, schicken, dass wir da keine nassen Füße kriegen. Aber ein bisschen Schlamm ist da haben wir nicht schlecht. Oh, ja, 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 ja. Und dann noch die Pedale in der richtigen Position. Dann wäre das perfekt. Also jetzt Wurzeltrail geschafft ohne Blut, ohne blaue Flecken. Check. Nee! Nicht Hinterrad versetzen. Ja. I have. Steffi want me. Grüße gehen raus an die Steffi. We're gonna make, Danke. Du brauchst in Saalbach kein E-Bike, haben's gesagt. Aber wenn ich mir diese Abhilfe so anschaue, ich glaube, jetzt Asitz Trail, ja. Absoluter Endgegner. Yeah, rock die Scheiße. Bremswellen. Danke. Ach so, okay. Yep. Perfekt. Hab ich nicht gehört? Ja, alles gut.
when you realize that downhill is anstrengend auch. Du arbeitest die ganze Zeit mit, ja, ja, mit dem ganzen Körper. Nice, ja. Wenn du jetzt noch weiter gefahren wärst, ne? Ja! Fast! Wenn ich nicht gebremst hätte, ich depp! Oh, jetzt! Komm hier! Yeah. Cool. And then furthest way over there, this is eine Kurve mit vielen Rutschen. Okay. Uh-huh. The best line is the outside line. Yeah. Ah ja, jetzt verstehe ich es. Ja. Okay. That was not a chicken line. So here, aufpassen, the water ride, finish like that. You have to go down before you finish. Yeah. Ich war komplett lost. Die eine langgezogene Kurve und da sind mehrere dann schon rausgerutscht, ja, und runter. Ja. Und da bin ich hinterher. Und du fällst dir auch. Boah, der kam aber unerwartet. Den kenne ich. Was? Den habe ich bei YouTube schon gesehen. Ach so, okay. Aber nichts Schlimmes, nichts Wildes, hast du gesagt. Ja, okay. Da oben ist ein Steinfeld, wo dann so abklappt. Ja, ja. Das war ein wenig tricky, aber ja. hab ich souverän gelöst. Ja, gut. Ah, okay. Absolut geil. Ja, die Line ist scheiße. Die hat. Ja. Gut, jetzt reicht's auch wieder. Yeah. Der Obi hat die Big Five überstanden. War zum Schluss dann gar nicht so schlimm wie gedacht. In der Mitte habe ich mal ein wenig einen kleinen Hänger gehabt, aber das hat sie dann alles wieder gegeben nach der Mittagspause und so. Und die letzten zwei Trails sind wir noch schön gemütlich runtergefahren, nichts Wildes, nichts Verkrampftes, und dann hat das einmal frei passt. Der Matthias war dabei, der Guide. Ich denke, der war zufrieden mit mir ganz. Ja, alles gut. Okay, alles gut, ja. Ich bin ja Urlauber, der kann mir jetzt da nicht fertig machen, ne? Also, schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Servus.